Moin, ihr hattet als Aufgabe, die Reaktionsgleichung von Eisen und Schwefel zu Eisensulfid aufzustellen. Und das würde ich jetzt nochmal ganz kurz für alle erklären, dass es da auch keine großen Schwierigkeiten gibt, weil das wird euch jetzt euer restliches Leben, zumindest mal in Chemie, begleiten. Als erstes unterscheiden wir wie immer Stoffebene und Teilchenebene. Beim Reaktionsschema haben wir Eisen und Schwefel reagieren zu Eisensulfid. Und auf der Stoffebene wissen wir auch, was das für Stoffklassen sind. Nämlich Eisen ist ein Metall, Schwefel ein flüchtiger Stoff und Eisensulfid ist ein Salz. Machen wir auf der Teilchenebene weiter. Die Stoffteilchen der Metalle sind Atome im Gitter. Die Stoffteilchen von flüchtigen Stoffen sind Moleküle. Und von Salzen sind es die Ionengruppen im Gitter. Dann brauchen wir noch die Elementsymbole bzw. die Verbindungssymbole. Eisen ist ein Element, kriegen wir aus dem PSE3. Schwefel ist auch ein Element, kriegen wir auch daher. Und die Verhältnisformel von Eisen-2-Sulfid, so wie es in der Aufgabe stand, ist FeS. Da habt ihr ja aber schon ein Video dazu. Nochmal hier im Periodensystem habt ihr einmal die Atomsorte und hier die Stoffteilchen dazu. Bei Schwefel ist die Atomsorte S und die Stoffteilchen dazu eben diese S8-Moleküle. So, und wie man jetzt aus diesen Teilchensymbolen eine Reaktionsgleichung macht, das war ja die eigentliche Aufgabe und das Neue. Wir fangen mal an. Und zwar mit einem Eisenatom. Daraus wird selbstverständlich höchstens oder ziemlich genau ein Eisenion. In Verhältnisformel heißt ein Eisenion ein Sulfidion. Also gucken wir mal, wenn wir ein Schwefelmolekül nehmen. Das besteht ja aus 8 Atomen. Das heißt, aus einem Schwefelmolekül werden nachher auch 8 Schwefel- oder Sulfid-Ionen. Also ein Schwefelmolekül, 8 Sulfid-Ionen. Dann brauchen wir allerdings auch 8 Eisen-Ionen. Und das haben wir jetzt hier noch nicht. Erst jetzt haben wir das Ganze ausgeglichen. Also 8 Eisenatome und ein Schwefelmolekül, das auch aus 8 Atomen besteht, die werden in der Reaktion dann zu 8 Ionengruppen vom Typ FeS, also ein Eisenion und ein Sulfidion. Okay, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen und wenn es noch Fragen gibt, ruft da einfach an.